So, schönen guten Abend, liebe Zuschauer. Wie ich sehe, ist der Raum heute Abend schon wieder voll. Ich bin Elena Christodoulou und heute Abend haben wir den Dirk Hilger wieder mit dabei, wie auch letzte Woche. Das heutige Thema ist die Limit Pullback Order. Ja, ganz richtig gehört. Ich habe viele Fragen diesbezüglich bekommen. Insofern kann Dirk uns heute ein bisschen mehr darüber erzählen. Aber bevor wir auch tatsächlich damit starten, lese ich geschwind den Risikohinweis vor. So. Und zwar, der Handel mit Devisen und CFDs auf Margin kann zu Verlusten führen, ist daher nicht für jeden Anleger geeignet. Bevor Sie mit dem Live-Trading beginnen, sollten Sie Ihre finanziellen Umstände, Risikoeignung, Erfahrungsstand und Handelsziele sorgfältig prüfen. Die folgenden Inhalte stellen keine Aufforderung zum Handel dar. Sie dienen ausschließlich informellen Zwecken sowie der Veranschaulichung und Weiterbildung. Darüber hinaus muss die Meinung der Moderatoren nicht zwingend die Meinung von Tickmill darstellen. Die Präsentation wurde nach bestem Wissen vorbereitet, jedoch sind Ungenauigkeiten oder eventuelle Fehler in den Unterlagen möglich, wofür weder Tickmill noch der Moderator die Haftung übernimmt. Und das war's auch schon. Dirk, darf ich mal den Bildschirm zu dir wechseln? Das darfst du sehr gerne tun. Dankeschön. So. So. Kunde. Moment, ich muss das hier richtig hinkriegen. So, wenn ich jetzt alles richtig gemacht habe, Fantastisch, wir sehen dich. dann sollte da, was mich, dann habe ich alles falsch gemacht. Dein Bildschirm zunächst. Okay, das reicht ja auch auf jeden Fall. Okay, so, dann sage ich auch mal herzlich willkommen von meiner Seite hier. Mein Name ist Dirk Hilger, hier beim Stereotrader Essentials Webinar. Und wie die Elena schon gesagt hat, heute geht es um das Thema Limit Pullback Order. Ich hatte es ja schon in der Vorstellung in dem ersten Webinar hier ja schon mal so ein bisschen umrissen, was es damit auf sich hat und wird das jetzt hier auch nochmal zeigen. Und nachher versuchen wir auch mal das Ganze dann auch im Chart, also im Trade, und dann halt auch irgendwo zu demonstrieren. Ob das gelingt, weiß ich natürlich nicht. Hängt natürlich ganz klar von der Wohle ab. Die muss dann natürlich so ein bisschen mitspielen. Aber guck mal, bis jetzt ist ja heute doch alles recht ordentlich von der Wohle. Vielleicht bleibt es ja dabei, beziehungsweise vielleicht kriegen wir da sogar auch noch mal nachher noch mal ein bisschen Bewegung. Also, Limit Pullback Order ist ja generell dazu gedacht, den Einstieg oder den Ausstieg zu verbessern. Beziehungsweise es ist halt eine andere Limit Order und eine andere Art von Limit Order als die normale Limit Order. Und ich zeige das hier nochmal zusammenfassend für die, die auch jetzt eben vielleicht beim ersten Mal nicht dabei gewesen sind, wie das Ganze halt vonstatten geht. Also ich habe nebenbei halt auch so die Kurse ein bisschen im Auge. Da tut sich momentan jetzt nicht so viel. Aber wie gesagt, sollten wir noch Wohler kriegen, dann kann man das nachher sicherlich dann auch mal live präsentieren. Also, jetzt muss ich mal auch den richtigen Monitor anklicken. So, sieht heute alles schon ein bisschen besser aus hier mit der Präsentation, beziehungsweise hier mit dem Beispiel. Also, ich hoffe, man kann das erkennen. Ich habe hier zwei Charts: einmal auf der linken Seite eine normale Limit Order und auf der rechten Seite eben den gleichen Chart mit einer Limit Pullback Order. Und wie man sieht, hier ging es halt darum, also, das war halt eben ein Beispiel. Short im DAX, einmal auf der linken Seite mit einer normalen Limit Order bei 12.900 und rechts eben die Limit Pullback Order. So, das heißt, gleiche Bedingungen, es war auch an der Stelle natürlich der gleiche Broker und so weiter und so fort, also kein Unterschied ansonsten. Außer eben halt links der normale Modus und rechts eben mit Limit Pullback. So, eine Limit Order. Ich denke mal, diejenigen, die im Handel firm sind, denen muss man das nicht erklären. Trotzdem, nur um es kurz festzuhalten, also eine Limit Order wird ja erst gefüllt, wenn der Kurs erreicht wird, und zwar in die entgegengesetzte Richtung. Das heißt, hier Limit Short bedeutet, der Kurs muss das Limit von 12.900 erreichen und dann würde entsprechend die Short-Position eröffnet. So, das halt eben einfach zur Definition von der Limit Order. Ich denke, da wird mir auch jeder zustimmen, dass das damit ja auch seine Richtigkeit hat. Das Problem aber bei einer Limit Order ist immer, vor allen Dingen, wenn man halt in einem volatilen Markt unterwegs ist, das Problem ist immer, wenn man sein Risiko begrenzen will, dass man ja immer gegen die Bewegung handelt. Das heißt, an der Stelle jetzt hier im DAX halt
ist es ja so, ich muss ja erstmal dagegen halten. Ja? Das heißt, der Kurs muss ja erstmal hochlaufen, um mein Limit zu erreichen. Und das heißt, ich muss den Punkt dann halt schon in der Lage sein, sehr genau abzupassen. Und das gelingt ja im normalen Handel nicht wirklich, außer man skalpt jetzt mit dem Orderbuch. Das ist natürlich nochmal was ganz anderes. Aber wenn man wie hier jetzt visuell arbeitet, dann hat man halt irgendwo einen Anhaltspunkt und sagt dann, okay, da könnte das Ganze ja mal irgendwie drehen. Ja, das ist ja so jetzt mal ganz lapidar gesprochen, so der grundsätzliche Ansatz. Ja. Und hat natürlich jeder seine eigene Strategie und sein eigenes Setup dafür. Aber generell hat man ja erstmal eine Meinung. Ich bin der Meinung, jetzt hier in diesem Beispiel, der DAX sollte bei 12.900, sollte der eigentlich wieder nach unten reagieren. So. Und für meine Meinung setze ich halt eben mich hier gegen die Bewegung. So, ob das jetzt hier an der Stelle klug war oder nicht, das ist eine ganz andere Geschichte. Darum soll es überhaupt nicht gehen, sondern nur eben, um das Prinzip nochmal zu verdeutlichen. Man handelt mit einer Limit immer gegen die Bewegung. Und das ist auch so ein bisschen das Problem, aber auf der anderen Seite die Herausforderung und eben halt auch der Edge, den die Limit Pullback Order bietet im Stereo Trader. Ich zeige mal hier, wie das Ganze weitergeht. Der Kurs geht entsprechend hoch. Auf der linken Seite sehen wir, die Limit Order ist gefüllt, klar, weil das Limit von 12.900 ist ja erreicht. Und auf der rechten Seite sehen wir aber was anderes, nämlich dort ist die Order noch überhaupt nicht gefüllt, sondern die ist schlichtweg noch vorhanden und hängt jetzt plötzlich unter dem Kurs. Und da kann man ja schon, glaube ich, ganz gut erahnen oder verstehen, wie das Ganze aufgebaut ist. Das heißt, die Limit Pullback Order wartet erstmal ab, bis das Level erreicht ist und dann hängt sie sich als Stop Order unter den Kurs. Das heißt, eine Stop-Order im Gegensatz zu einer Limit-Order wird ja in die Richtung von der Bewegung gefüllt. Ja, das heißt also hier im Falle von Short ist halt so, ist ja dann so, dass ich mich in den Kurs einstoppen lasse, die Position eröffnen lasse, sobald der Kurs quasi in meine Richtung fällt. Das heißt, ich gehe mit der Bewegung. Und das ist eben das, was die Limit-Pullback macht. Sie wandelt sozusagen eine Limit-Order in eine Stop-Order um und packt diese dann halt unter den Kurs. Und wie weit, ob das jetzt ein Punkt ist oder zwei Punkte oder wie auch immer, oder auch 10, 20, völlig egal, das kann man natürlich selbst bestimmen. Und hier ist voreingestellt ein einziger Punkt. Und weil das halt im Scalping oder halt jetzt hier wie im 15-Minuten-Chart reicht es halt normalerweise in der Dimension. Und das ist halt eben schon mal ein Vorteil. Das heißt, ich brauche jetzt hier auf der rechten Seite, ich hoffe wirklich, man kann das erkennen, weil es ist vielleicht so ein bisschen klein, aber hier die gestrichelte Linie, ich hoffe, mit die Maus sieht man, denke ich, ne? Und hier die gestrichelte Linie, das ist meine Order. Und hier auf der linken Seite ist es meine Position. Bei hier, das ist eine normale Limit-Order, die wurde ja entsprechend eröffnet und hier eben noch nicht. So, das Ganze geht dann wie folgt weiter. Auf der linken Seite meiner Position läuft das Minus, auf der rechten Seite die Limit Pullback, in dem Fall jetzt mittlerweile die umgewandelte Order, hängt immer noch unterm Kurs. Und das ist natürlich halt genau der Vorteil, weil die Bewegung hält ja noch an. Und oft hat man es gerade bei schnellen Bewegungen, ist es ja dann halt so, da gibt es keinen Rücksetzer. Ja? Dann springt so ein DAX oder DAU oder wie auch immer, der springt dann halt eben mal, was weiß ich, 10, 20 Punkte halt am Stück. Ja? Manchmal ist es natürlich auch weniger und wenn man halt das ganz genau getroffen hat, dann ist es natürlich gar nichts. Ja. Und aber ganz klar, das ist halt, was wir hier sehen, ist einfach ein ganz typisches Beispiel. Und deswegen gelingt es, ich mache das mal weiter, hoppla, mit dem Klicken. Und deswegen gelingt es eben sehr, sehr oft, dass man mit der Limit Pullback Order exakt das Top erwischt. Ja, das ist also kein Zufall und keine Glückssache, sondern es ist ja einfach nur eine Frage von der Logik und der Automatik, die hier dahinter steht. Und klingt natürlich nicht immer, ist auch klar, weil wenn ich halt eine Bewegung habe, die rauf, runter, rauf, runter, rauf, runter, rauf geht, dann hänge ich da halt auch irgendwo mittendrin, aber in der Regel eben doch besser als bei einer normalen Limit Order. Auf der linken Seite sehen wir ganz normal im Minus. Hier auf der rechten Seite bin ich jetzt endlich gefüllt. Das heißt, weil ich hier jetzt den ersten Rücklauf hatte an der Stelle, das war jetzt nur ein einziger Punkt, aber dann bin ich in die Richtung eingestoppt worden. Ja. So, und vier Punkte besser, sieht man auch hier schon.
Das heißt, ich habe schon mal 4 Punkte, habe ich einfach schon mal gespart oder gewonnen oder wie auch immer. Ja, auf jeden Fall bin ich 4 Punkte besser als ohne Limit Pull Back Order. Und das ist ganz einfach schon ganz klar der Vorteil. Selbst wenn der jetzt zum Beispiel hier oben in Stop Loss läuft, ja, oder hier, wenn ich das als Level dann halt nehme, was ich hier auch habe, habe ich trotzdem, ich habe 4 Punkte Verlust gespart dann an der Stelle. Und ein gesparter Verlust ist letzten Endes ja auch ein Gewinn. Und so geht das Ganze weiter. Der Kurs springt halt noch ein Stück höher. Linke Seite, dort hatte ich nämlich auf beiden Seiten war eingestellt Stop Loss mit 10 Punkten, sowohl links als auch rechts. So, links ist er jetzt halt, sieht man hier, DAX bei 12.912. So, um 12.910 war die Limit. 10 Punkte Stop Loss, bin ich halt raus. Ja, ist das Spiel halt an der Stelle schon vorbei. Und auf der rechten Seite, klar, hänge ich auch im Minus. Ja. Aber wie gesagt, würde ich jetzt hier das gleiche Level nehmen, wo ich hier ausgestoppt bin, könnte ich jetzt hier sagen, gut, gehe ich halt aus. Ja. Habe ich aber, wie gesagt, 4 Punkte nach wie vor gespart. Und aber da so ein Verhalten eben typisch ist, passiert dann halt meistens eben das hier. Die Geschichte geht weiter, dreht nämlich dann doch. Ja, und auf der linken Seite ist sowieso bin ich schon längst fertig. Ja, das ist, dort ist der Trade ist im Minus geendet und auf der rechten Seite bin ich im Plus, ja, weil ich halt eben den Rücklauf hatte. Auch wenn es nur der erste war, ja, aber es war zumindest mal ein Ansatz von einem Rücklauf. Und das ist eben genau das, was die Limit Pullback Order ausmacht. Ja. Also ich habe halt einfach ganz klar einen Vorteil und es ist auch wirklich so, dass das halt von den ganzen Anwendern vom StereoTrader auch regelmäßig bestätigt wird. Ja. Dass sie halt einfach damit halt, ja, letzten Endes dann halt am Monatsende, nicht am Monatsende, unterm Strich, halt einfach ein besseres Plus haben als ohne die Limit Pullback. Und ich denke, wenn man sich das mal anschaut, wird es ja auch verständlich, warum das ist. Und ich muss mal ganz kurz einen Schluck trinken. Irgendwie ein Frosch im Hals. Ich hoffe, der bleibt aber nicht. So, und das ist halt eben der Edge, der Vorteil, den die Limit Pullback Order bietet. Und das ist auch so das Ding, womit der StereoTrader eigentlich angefangen hat, weil ich mich immer gefragt habe, meine Güte, warum kann das nicht jede Software oder halt ein MetaTrader von Haus aus, der ja nun mal gar nichts kann, ja, aber auch andere professionelle Trading-Plattformen, also ist mir nicht bekannt, dass es das in der Richtung gibt. Kann man vielleicht irgendwie anderweitig darstellen, ich weiß es nicht, aber im StereoTrader ist es Standard. Sobald ich dort eine Limit-Order irgendwo setze, ist es eine Limit-Pullback. Es sei denn, ich stelle irgendwas anderes ein, dann nicht, aber im Standard ist es halt eben so. Und die Überlegung dahinter ist natürlich, ich meine, das war jetzt halt abstrakt, ja, das war nur ein Beispiel, aber wenn man das halt wirklich mal hochrechnet, wenn man zum Beispiel im Daytrading unterwegs ist, und mal angenommen, man gewinnt nur einen einzigen Punkt pro Trade, nur einen, ja, im Durchschnitt mit der Limit Pullback Order. Und bei 4 Trades pro Tag und mal zum Beispiel ausgehend von einem 10.000-Euro-Konto oder mehr, einfach jetzt nur mal äquivalent, handelt man vielleicht mit 10 Euro pro Punkt. Und das Ganze mit 20 Tage im Monat, das sind es halt eben 800 Euro im Monat. 8%, ja, 8% im Monat. Aufs Jahr gerechnet, sind wir da schon fast bei der 100%. Nur durch die Limit Pullback Order mit einem einzigen Punkt pro Tag. Mit einem, ja. Und ich finde solche Rechenbeispiele immer ganz, ganz wichtig, weil viele sagen halt so, ja, so ein Punkt mehr oder weniger, kommt es ja nicht drauf an. Und das ist, glaube ich, ein ganz gutes Beispiel dafür, dass ein einziger Punkt mehr oder weniger letzten Endes dafür sorgen kann, ob mein Konto am Ende des Jahres noch da ist oder ob es auf null ist. Weil habe ich diesen einen einzigen Punkt mehr nicht, sind es eben fast 100% von meinem Konto aufs Jahr gerechnet. Ja? Ein Punkt pro Trade verschenkt, macht mir in einem Jahr das Konto platt. Muss man mal ganz klar so sagen und das muss man sich auch wirklich mal verinnerlichen. Und wir reden hier jetzt nur über einen Punkt pro Trade, ja. Die Realität sieht eigentlich völlig anders aus. Also in Wahrheit ist es so, und ich habe da auch schon etliche Beispiele dazu gezeigt, dass es halt wirklich mehr sind, ja. Im Durchschnitt, ja, also wenn man jetzt irgendwie einen ganz langsamen Markt hat, dann ist es eher so, dann ist es mal ein Punkt, den man gewinnt, oder wenn man halt die Limit so genau gesetzt hat, ja, dann ist es halt auch mal ein Punkt, den man halt logischerweise verliert. Das heißt, im schlimmsten Fall hält es sich die Waage. Aber in der Regel ist es eher so, dass man in einem Trade, also wie zum Beispiel gerade im DAO oder so,
ganz schnell auch mal 10 Punkte mehr hat. Und auch im DAX, wenn der halt einen Sprung nach oben macht, einen Squeeze, als Beispiel schnellen Ausbruch, das sind auch schon mal 30 Punkte in so einem Trade drin. Gut, die Größenordnung ist jetzt natürlich die Ausnahme, auch klar. Aber es ist aber eben auch nicht so außergewöhnlich. Und bei mir lag das Maximum tatsächlich, ich habe das auch damals gepostet, das ist aber schon irgendwie über ein Jahr her, damals auch in der Facebook-Gruppe, wo ich in der Zeit immer wieder live gehandelt habe. Dort waren es tatsächlich mal 140 Punkte in einem einzigen Trade. 140. Und wie sowas passieren kann, kann ich kurz erklären. Man kann die Limit-Pullback-Order kann man ja auch letzten Endes dazu nutzen, um zum Beispiel eine Position zu schließen oder zu drehen. Und bei mir war es halt so, das war damals, war das im DAX und irgendwie halt alle haben irgendwie geschielt auf die 20-Tage-Linie, die schon lange nicht mehr erreicht war. Und das ist ja so ein Klassiker, ja. Und wo ich halt auch immer sage, das hat ein Daytrading nichts verloren, so eine 20-Tage-Linie oder eine 200-Tage-Linie oder wie auch immer, weil die einfach gerne dazu genutzt werden, um die Retail-Trader, also uns, da halt einfach wirklich ja, abzuschießen. Und das war halt auch ein klassisches Beispiel. Ich war short unterwegs mit einer nicht ganz kleinen Position und wollte in Richtung der 20-Tage-Linie. So, und habe halt gedacht, na gut, dann lege ich auf die 20-Tage-Linie, lege ich mir eine Limit-Pullback. Und zwar in der Form, dass die halt meinen Short auflöst und gleichzeitig eine Long-Order, in der Long-Position eröffnet. Ja, das kann man ja so einstellen. Und was ist passiert? Der DAX ist dann halt irgendwie hingelaufen zu dieser besagten 20-Tage-Linie und ist innerhalb von 3 Sekunden ist er da über 70 Punkte durchgefallen. Ja, das war wirklich halt so ein ganz kurzer Mini-Flash-Crash. Ja, ich weiß nicht, was das damals war. War auch irgendwie keine falsche Kursstellung oder irgendwas in die Richtung, sondern war halt einfach so, war wohl begründet irgendwie durch die Deutsche Bank damals, weil da irgendwas verrutscht ist in dem Moment und wirklich 70 Punkte drunter gefallen. Das heißt, mein Short wurde 70 Punkte tiefer aufgelöst, dann wurde die Long-Position eröffnet, 70 Punkte tiefer und ist wieder zurückgelaufen zu dieser 20-Tage-Linie. Und so kam es dazu, dass innerhalb von wenigen Sekunden durch die Limit-Pullback wirklich 140 Punkte da auf der Uhr waren. Das sind jetzt hier keine Märchen oder irgendwie Trader-Latein. Ich habe sogar noch Screenshots davon. Ich habe auch mal versucht, das irgendwie nachzubauen, also im History Trading, um das nachträglich zu simulieren. Ging aber nicht, weil solche Bewegungen, dazu braucht man dann tatsächlich die Live-Kurse. Und dort funktioniert es halt wesentlich besser. Das ist natürlich ein Extrembeispiel mit 140 Punkten. Das hatte ich in der Form auch nur einmal. Aber die Realität ist nicht ein Punkt pro Trade, sondern die Realität sieht ein bisschen anders aus. So, jetzt würde ich mal versuchen, hier meinen Bildschirm umzuschalten auf den Chart. Mal gucken, ob wir dort irgendwo was machen können, beziehungsweise würde ich auch mal erklären, wie man die überhaupt einstellt. Wenn es an der Stelle Fragen gibt, bitte gerne einfach stellen und kann ich natürlich gerne beantworten. So, Elena, ich habe die Fragen hier auch auf dem Schirm. Das klappt tatsächlich heute auch mal. Und versuche jetzt auch mal meinen Bildschirm hier selber umzuschalten. Mal gucken, ob das gelingt. Nee, nicht wirklich. Da fehlt irgendwie was. So, was ist das denn jetzt hier? Ah, okay. Sieht man meinen Bildschirm? Ja, ne? Elena, bist du noch da? Ja, jetzt sieht man den ganzen Bildschirm. Fantastisch. Okay, wunderbar. So, okay. Mal gucken, ob wir heute hier alles richtig eingestellt haben. Nicht so wie letztes Mal, Elena, ne? Aber es scheint ja heute zu passen. Sieht gut aus, sieht gut aus. Hab's auch vorhin schon mal kurz probiert, dass wir da nichts mehr nachverarbeiten müssen. Okay. Wunderbar. Ja, also hier der DAU. Gerade gut, ist jetzt kein Beispiel. Ich wollte das eigentlich vorbereiten, um dass wir halt mit einer Limit Pullback da halt irgendwo auflösen können, aber das ist nicht schlimm. Ich kann ja auch hier parallel mal noch einen anderen Chart aufmachen. Ich denke mal, im DAX bewegt sich heute nicht mehr so wahnsinnig viel. Der hat auch genug geleistet heute. Ich mache einfach auf.
Jetzt habe ich ja wieder den Lauf, das wollte ich doch gar nicht. Den wieder weg. So, da wollte ich doch hin. Geht da jetzt nur mal um zu zeigen, wie man das entsprechend alles einstellt. So. Also, ich ein bisschen was einblenden. Dann müssen wir sehen, wo wir hier überhaupt sind. Okay. Also, um jetzt. Ne. So, dann sind wir. Machen wir hier nochmal ein paar Linien an, um ein bisschen Orientierung zu haben. Mal gucken, ob wir irgendwo einen Reaktionspunkt haben, den man irgendwie mal handeln könnte. Jetzt nur mal eben als Beispiel. So, wie man eine Limit-Order aufgibt, das haben wir letztes